Ja, es ist das Duell der Enttäuschten. Es spielt der 13. Kiel gegen den 12. St. Pauli und trotzdem von einer Zuschauerkrise ist heute nichts zu sehen. 11.500 Fans, ausverkauftes Haus im Kieler Holsteinstadion. Das Nordderby, trotz sportlichem Mittelmaß, ein ganz besonderes Spiel. Auch für ihn Klaus Tomforde, links Kiels Interimscoach, 15 Jahre lang Torhüter bei St. Pauli. Heute allerdings mit Personalsorgen sein Kapitän André Breitenreiter nur in Zivil, fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Tomforde vertraut dabei folgender Elf im Tor, der Ex-St. Paulianer Hensler. Vor ihm die Vierer-Abwehrkette, heute mit Heidhölter für den gelb-rot gesperrten Spaßkopf auf links. Im Mittelfeld sollen Niedrig und Rover für die defensive Absicherung sorgen. Vorne Paulus und Mikulajczak. Von diesen erhofft er sich im Mittelfeld mehr Offensivakzente, Vorlagen für die beiden Stürmer Dobry und Kasiow. Die Sorgen folgten auch bei St. Paulis Trainer Andreas Bergmann ausgeprägt. Nach den letzten erfolglosen Wochen steht er heute unter Druck. Ein erstes Zeichen hat er schon vor dem Anpfiff gesetzt. Sein Regisseur Thomas Meckle nur auf der Bank. Folgende Elf dafür von Beginn an dabei. Borger wie gehabt im Tor. Davor die Vierer-Abwehrkette mit Lechner, Morena, Eger und Rotenbach. St. Pauli im Mittelfeld wie gehabt mit einer Rautenformation. Boll für die Defensive. Taki und Bruns auf den Außen. Schulz auf der Zehnerposition. Vor ihm die Spitzen Lutz und Braun, der heute für den grippekranken Dinze zum ersten Mal von Beginn an ran darf. Genug der Theorie, rein in die Praxis. St. Pauli in Weiß mit Charles Taki, schön durchgesetzt gegen Heidhölter. Bruns, Florian Bruns mit der ersten Chance, gespielt gerade einmal 90 Sekunden. Ein schwungvoller Start in dieses Nordderby, das von Beginn an eines zu bieten hat, Tempo und Kampf. Jetzt zum ersten Mal die Kieler, die Störche ja nach den letzten beiden bitteren Schlappen zu Hause mit 0:7 Toren um Wiedergutmachung bemüht. Versuchen sie ja mal über die Außen mit Doppel. Erste Ecke für Kiel und gleich ein Aufreger. Denn da fehlte nicht viel, da hat St. Paulis Keeper Borger mit 1,97, der Längste auf dem Platz, nicht eingegriffen. Glück für ihn und St. Pauli, dass dieses nicht zur Kieler Führung führt. Danach wird es hektisch, viele verbissen geführte Zweikämpfe, Aufregung auf dem Platz und an der Seitenlinie. Drei gelbe Karten bereits in den ersten 20 Minuten, ein echtes Derby eben, in dem beiden Teams nur ein Sieg hilft, um den Anschluss ans obere Tabellendrittel zu schaffen. St. Pauli auch nach einer Viertelstunde, Spiel bestimmen, Timo Schulz versucht es hier. Vollspann, volles Risiko, aber das Visier einen Tick zu hoch eingestellt. Aber Timo Schulz, St. Pauli Spielmacher vor 4000 mitgereisten Fans, auch danach im Blickpunkt. Schöner Pass hier auf Lutz. Felix Lutz. Gestoppt von Simon Hensler. Der Kieler Keeper ab 2000, ja selbst für 3 Jahre St. Paulianer. Einen Tick schneller hier als der St. Pauli-Stürmer. Die Kieler gefährlich eigentlich nur nach Standard. Greeneisen ist das. Und Boll verlängert zur Ecke. Keine große Gefahr. Die Kieler ansonsten spielerisch enttäuschend für ein Team, das den zweiten höchsten Etat der Liga hat und den Einspruch einer Spitzenmannschaft verfolgt. Viel zu wenig. Zu erklären eigentlich nur mit der Verunsicherung der Mannschaft nach nur einem Sieg aus den letzten 7 Spielen. Dieser Greeneisenschuss symptomatisch. Tomfordes Ex-Club der FC St. Pauli weiterhin wesentlich spritziger, engagierter, agiler. Diese Szene das beste Beispiel. Kiels, Heidhölter hat den Ball schon sicher, doch dann kommt Lutz, er kämpft sich den Ball. Schulz kommt zu Fall, doch der Pfiff von Schiedsrichter Schriever bleibt aus. Zu Recht, denn Molatas Einsatz hier hart, aber fair.
Trotzdem Schulz verletzlich in dieser Szene, muss raus. Für ihn kommt Jeton Arifi. Dann die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit. Lechner, Molatas Abwehr zu kurz, Taki, Tor. 1:0 für den FC St. Pauli. Die Führung vollauf verdient, auch wenn sie vom Gegner eingeleitet wird. Hier, Molatas Kopfball direkt vor die Füße von Taki. Der Rest ist nur noch Formsache. 1:0, der zweite Saisontreffer für den auch heute stark aufspielenden Charles Taki. Dieses Tor, eine Erlösung für die Spieler, für die Fans und natürlich auch für den Trainer, für Andreas Bergmann. Er weiß, er muss hier und heute einfach gewinnen. Zur Pause sieht es in dieser Richtung gut aus. 1:0 Führung, völlig verdient gegen das Team von Kiels Trainer Klaus Tomforde, der bisher wenig bewirken konnte bei seiner Mannschaft. Interessierter Beobachter am Rande Wolfsburgs Ex-Profi Stefan Schnurr, interessanterweise mit Trainerlizenz und guten Verbindungen nach Kiel, auch wenn er uns nicht bestätigen wollte. Vielleicht ist er ja einer der Trainerkandidaten beim KSV Holstein. Zweite Halbzeit, ein neuer Mann bei den Kielern, Finn Bartels. Druck macht aber zunächst nur der FC St. Pauli mit Taki. Gefoult von Rover. Richtig, die Entscheidung hier Freistoß zu geben. Nach diesem harten Einstieg hätte es auch Geld geben müssen. Ein Fall für Bruns. Aber keine weitere Gefahr hier für Kiel. Trainer Bergmann erfordert sein Team auf, weiter nach vorne zu spielen. Nicht wie zuletzt in Emden nachzulassen und den Sieg hier noch aus der Hand zu geben. Aber sie machen Druck mit Bruns und Braun, der nur knapp verfehlt. Marvin Braun heute erst zum Premierenmal dabei, er von Anfang an lange verletzt. Aber ein steter Unruheherd für Kiels Abwehr. Bei Kiel bleibt es dabei. Gefahr nur nach Standard, so wie hier Boy, der an Borger Schalter. Es läuft der direkte Gegenzug. Bartels, was für ein Fehler. Taki auf Braun. Marvin Braun macht's. Das 2:0 nach einer Stunde. Sein erstes Tor für den FC St. Pauli. Klasse. Der Tunnel hier gegen Hensler ganz souverän. Wer den Ball hier mitnimmt, sich gegen Heidhölter im Duell durchsetzt und dann keine Chance für Hensler. Die Fans, sie freuen sich zusammen mit ihrem Treffer, mit ihrem Trainer über diesen Treffer. Bergmann, er weiß, es könnte die Vorentscheidung sein, genauso wie sein Gegenüber wie Klaus Thompson. Er dürfte dieser Chance nachtrauern, dieser Chance von Sven Boy, gut pariert, gemeinsam gerettet von Borger und Taki auf der Linie. Bitter für Kiel, diese Chance nicht genutzt und dann im direkten Gegenzug das 0:2 kassiert. Beide Mannschaften wechseln dann noch einmal. Meckle kommt für Boll und bei Kiel Petersen für Heidhölter ins Spiel. Die Kieler, sie versuchen es nochmal. Kämpferisch ist ihnen kein Vorwurf zu machen. Aber in ihren Mitteln, da sind sie allzu oft begrenzt. Versuchen es hier auf Krampf, so wie bei dieser Schwalbe von Finn Bartels gegen Borg. Die Schlussphase. Es wird noch einmal hektisch. Nikolajczak checkt Meckle zu Boden. Die Konsequenz, gelb für beide, für den Kieler, für Nikolajczak bedeutet es allerdings dann Platzverweis. Er war schon verwarnt. Richtige Entscheidung nach diesem